So, wir haben jetzt in den letzten Tagen von Jugend hackt hier diese Startampel für Rennautos gemacht. Die kann man dann zum Beispiel an der Carrera-Bahn verwenden. Hier ist eine Lichtschranke. Wenn das Auto da durchfährt, wird einmal die Runde gemessen und die Rundenzeit. Dann ist hier ein Display und hier nochmal eine Anzeigeampel, die dann den Start-Countdown runterzählt. Ja, genau. Wie gesagt, jetzt hat das Julian schon alles erklärt. Wir haben, wir haben hier ein LCD-Display verbaut, der dann die Zeit anzeigt in einer Runde. Und wenn dann ein Auto da lang gefahren ist, zählt er eine Runde dazu und setzt die Zeit dann wieder auf Null. Dann haben wir hier noch einen sogenannten Summer eingebaut. Das ist einfach ein Gerät, das macht ein Geräusch, das piept so schön und macht Geräusche beim Starten, sage ich mal. Ja, genau, ich kann euch das jetzt auch mal zeigen. Ich habe hier schon... Genau, und da wird jetzt... jetzt waren wir nämlich so schlau und haben den Laptop da vorgestellt. Das ist alles geplant hier. So, auf jeden Fall. Ja, genau. Jetzt hat er schon 7 Runden gezählt. Aber da oben in der obersten Spalte seht ihr die Zeit in einer Runde. Und wenn hier jetzt ein Auto vorbeifährt, zählt er eine Runde dazu und setzt die Zeit auf Null. Ja. Gut, ja, und dann sind hier nochmal die Lötstellen. Hier haben wir mit Kabeln an den Arduino, das ist so ein kleiner Mikrocontroller, der auf dem jetzt auch das Programm läuft. Der steuert zum Beispiel jetzt das LCD und die Lampen. Hier sind die verbunden. Das ist jetzt das LCD. Hier unten sind die LEDs, die gehen dann hier rein. Und der Sensor ist jetzt hier unten drin und durch die Kabel geht es jetzt hier unten hoch und wird hier verlötet. Sieht man so einigermaßen, hoffe ich mal. Gut. Das war es eigentlich schon. Wir bedanken uns fürs Zuhören und danke.